Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ja, ich habe extra jetzt abgewartet in der Hütte, weil es wäre garantiert langweilig für euch gewesen, weil wir haben kaum noch Gesundheit. Habe ich jetzt abgewartet, bis wir schlafen gehen können. So. Jetzt haben wir nämlich wieder volle Gesundheit. Und ich habe gelernt, mit einer Fackel kann man sich wohl ganz gut gegen Kälte schützen. Gut, da wäre ich jetzt nicht so einfach drauf gekommen. Aber man müsste vielleicht mal eine neue Fackel bauen. Was kosten das? Stock und Stroh. Davon haben wir eigentlich genug. Ich habe nämlich nochmal nachgelesen, weil ich habe mir das nicht vorstellen können, dass man wirklich die ganze Zeit in der Hütte sitzen muss. Gerade wenn man noch nicht so weit ist. Stock und Stroh. Stroh müssen wir vielleicht wieder sammeln. Oh. Ey, nein. Was macht der denn da? Stroh. Wir sollten vielleicht ein bisschen Stroh sammeln. So, und dann müssen wir ganz viele Fackeln bauen, damit wir hier den ganzen Tag mit einer Fackel rumlaufen. Auch gut. Achso, und da drüben wollte ich dann einmal hin. Trinken. So, Stöckchen haben wir mehr als genug. Warum sind wir so klein auf einmal? Okay. Gecrouched sind wir nicht. Wir sollen nämlich einen Fuchs jagen. Die Sache ist halt nur, sieht uns der Fuchs nicht viel eher, wenn wir mit einer Fackel rumrennen? Stroh sammeln. Das ist ja auch immer noch unsere erste Fackel, ne? Also, die ist jetzt schon fast ein Jahr alt. Die können wir jetzt auch langsam mal zerstören. Ich möchte nicht so tief ins Wasser gehen, weil ich habe Angst, dass wir dann noch schneller frieren. Deswegen sammle ich hier gerade nur am Flussufer. Direkt. Ich glaube, wir haben jetzt auch 65 Stück. Ja, das ist ordentlich was. Mehr herstellen. Ich stelle gleich mal 7 Stück her. Warum auch nicht? So. Jetzt wird es uns gleich kalt werden, weil wir hier natürlich in der Kälte stehen. So. Achso. Küche freigeschaltet. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir ganz viele Fackeln im Inventar. Wo sind denn die? Da. Gut, die wiegen jetzt auch nicht so viel. Das ist sehr gut. Stöckchen haben wir noch genug. Wir haben noch nicht mehr genug Stroh. Wir können natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen Stroh sammeln. Ich meine, brauchen tun wir es eh irgendwann, früher oder später. Wenn es nicht für Fackeln ist, ist das auf jeden Fall fürs Dach. Nächste Fackel. Aber es scheint zu klappen, ne? Dass wir tatsächlich... Zum einen haben wir nasse Füße jetzt. Da wäre mir auf jeden Fall kalt. Bei nassen Füßen, aber... Ja. Ihm anscheinend nicht. Er findet es schlimmer, wenn wir hier hart puckeln und Baumstämme fällen. Dann friert er sich eher den Pusch hier. Okay. So, hier haben wir jetzt ordentlich Stroh geerntet. Ja, unsere Strohquelle ist dann auch bald versiegt, ne? Jetzt überlege ich tatsächlich, ob wir nicht doch nochmal in irgendein Dörfchen gehen sollen und jemanden fragen sollen, ob er nicht unserem Dorf beitreten möchte. Das wäre doch eine gute Idee, oder? So. So.
107 mal Stroh. Aber die Fackeln sind auch schnell weg, ne? Also, da brauchen wir schon reichlich was von. Aber ich kann doch hier nicht den ganzen Tag mit einer Fackel rumlaufen. Na gut, anscheinend schon. Das Gute ist, dass wir das in der linken Hand halten können. Und mit der rechten Hand dann die Axt schwingen. Neues Level überleben, okay. Wie auch immer wir das jetzt hingekriegt haben, weil wir Stroh sammeln. Aber da können wir gleich mal nachgucken. So. 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 Na, auf 200 schaffen wir noch, ne? Okay, 201. Ich würde ganz gerne vielleicht wieder in irgendein Dorf reisen. Barnica, Tutki, Brantica. Ne, wo sind wir denn gewesen? Da, Rolnica, da wollte ich eigentlich hin. Gut, das ist die andere Brücke rüber. Wobei, wir können eigentlich auch mal ein neues Dorf entdecken, ne? Wir gehen mal hier nach Tutki. Auch nicht schlecht. So, Tutki ist in die Richtung. Okay. Sollte ich vielleicht noch ein paar Stöckchen mitnehmen? Wenn wir schon mal hier rumlaufen. Das Gute ist ja, dass wir jetzt geskillt haben. Oder gelevelt haben. Dass wir jetzt mehr tragen können. Also wir können jetzt ganze 5 Kilo mehr tragen. Das finde ich schon wirklich richtig gut. Oh ja. Hier wäre natürlich auch ein schöner Platz gewesen zum Bauen, ne? Aber... Ach, guck mal an. Ein Holzstamm. Aber wie viel... Ich würde vielleicht ganz gerne wieder ein paar Fackeln herstellen. Ja. 22 Stück können wir jetzt herstellen. Nein, wir machen nochmal 7 Stück und dann sollte das auch hoffentlich reichen. Für die Saison. Hoffe ich doch. Ich weiß noch nicht, ich glaube, dadurch werden wir auch nicht unbedingt leichter, ne? Ah, was ich auch gerade überlege. Ah, ein Brett. Was ist hier drin? Münzen. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Ja, komm, wir nehmen das mit. So. So, Tutki ist hier in der Richtung, oder? Da vorne ist auf jeden Fall ein Dorf. Und dann bin ich mal... Sind das da Wölfe? Nee, Krähen. Okay. Ich habe echt Angst vor Wölfen. Nein, habe ich nicht, aber... Krähen sind das, ne? Pff, okay. Oh, Esel! Wie cool ist das denn? Einen Esel! Das ist cool. Oh, ein Eselfohlen! Unold. Wo sind denn hier die Leute? Seid ihr das? Miroslava. Ja, aber ich suche jetzt... Ja. Wer wohnt denn hier? Okay. Ja, das ist aber eigentlich nicht das, was ich suche. Dann lass uns mal nach Branica reisen. Ihr habt leider nicht das, was ich suche, aber das ist schon gar nicht so verkehrt. Ein Esel. So, dann lass uns mal in die Richtung reisen. Und die Fackel ist kaputt. Na, was für Glück, dass wir mehrere Fackeln gebaut haben. Ja. Irgendwas gerade. Ich hab's doch genau gesehen.
Da, okay. Ich höre schon wieder Wolfsgeheul, ne? Das beunruhigt mich wirklich ein bisschen. Muss man in die Richtung oder in die Richtung? Ich glaube in die Richtung. Was ist das denn? Noch eine umgekippte Kutsche hier. Pelz. Ja, das nehmen wir natürlich auch mit. Wolle. Und? Fleisch. Ja, warum auch nicht? Nehmen wir mit. Ich glaube, wir laufen nicht richtig. Laufen wir richtig? Wo sind wir denn? Nee, da will ich hin. Wo sind wir? Da. Wir laufen natürlich nicht richtig. Okay, wir hätten doch andersrum abbiegen müssen. Ich habe echt Bedenken wegen der Wölfe, ne? Aber... Jagdgebiet Taube. Ich überlege auch gerade, vielleicht sollten wir tatsächlich Einstellungen... Audio, die Umgebung ein bisschen lauter machen. Soundeffekte, Stimme, Musik. Ja. Änderung übernehmen. Weil dann höre ich vielleicht die Wölfe besser. Hoffe ich. Wenn dann welche kommen. Ah, hier ist auch schön irgendwie, ne? Jetzt gerade im Winter. So. Branika. Was ist denn hier? Das ist aber ein Riesenfeld, alter Schwede. So. Wir könnten natürlich hier was stehlen, ne? Aber ich lass das mal. Hier, das meine ich. Das haben wir jetzt mitten im Wald gebaut. Tibalt. Wer bist du denn? Simia, so, Simia. Guten Tag, ich habe dieses Königreich schon eine ganze Weile durchwandert. Jetzt suche ich nur noch nach einem Ort, an dem ich mich niederlassen kann. Was kann ich tun für dich? Du, ich hab da mal eine Idee. Klingt wie das, was ich gesucht habe. Mit Vergnügen. Großartig, wir sehen uns dort. Ich habe keine Ahnung, was er kann, aber ich habe ihn jetzt einfach mal aufgenommen in unserem Dorf. Du kannst jeden Neuankömmling in einem Haus deiner Wahl unterbringen. Denke daran, dass nur ein Mann und eine Frau im selben Haus untergebracht werden können. Was zur Folge haben wird, dass sie mit der Zeit Kinder bekommen. Oh, Moment mal, warte mal. Hi. Hello there. So. Dich nehmen wir dann auch gleich mit, ne? Dann sollen die mal Kinder bekommen. Das ist doch gut. Wo waren wir noch? Hier. Ich will wieder einmal nach Hause. Wo müsste ich denn lang? Einmal in eine andere Richtung. Okay. Wir stecken die einfach in ein Haus und irgendwann werden die einfach Kinder bekommen, ne? Genauso funktioniert das. Und wir haben jetzt mal ein paar Dörfer gesehen. Was heißt ein paar? Also wirklich nur ein paar. So, hier laufen Kaninchen rum. Keine Wölfe, das ist gut. Die unbegründete Angst vor Wölfen. Naja, ich weiß nicht, ob die unbegründet ist unbedingt. Ich glaube, jetzt müssen wir hier lang, ne? Was war das denn? Ah! Okay. Was ist das? Emotes? Fight me, coward! Ja, okay, also das ist wahrscheinlich, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Genau, wir laufen hier, glaube ich, gerade richtig den kleinen Weg hier runter. Aber das mit der Fackel ist ganz gut. Habe ich nicht gedacht, dass es doch so gut läuft. Wieso haben wir eigentlich gerade zwei Leute auf einmal genommen? Das war natürlich jetzt nicht sonderlich schlau. Und das auch noch im Winter. Gut. Wird schon schief gehen. Das Gute ist, wir haben natürlich auch relativ viel zu essen. So. Wir stinken, ne? Wir müssen durchs Wasser laufen. Ich weiß noch nicht so ganz, wo wir gleich rauskommen. Okay. Der Weg hier ist schon nicht mehr vorhanden. Aber da vorne wohnen wir. Also, oh, was ist hier denn los?
Hier wäre natürlich auch ein schöner Platz gewesen zum Wohnen. Aber hier wohnt anscheinend schon jemand. Dann nehmen wir nochmal den Eimer mit. Zack, öffnen wir mal. Oh. Das Problem ist, wir sind schwer. Könnte ich vielleicht was essen? Ja, ich könnte tatsächlich was essen. Ich habe aber nichts zu essen mit, oder? Nein. Was ist denn schwer? Münze? Nee, ist nicht so schwer. Stöckchen. Brauchen wir eigentlich auch gerade nicht. Ablegen. Ach komm, wir nehmen alle. Legen alle ab. Steine. Wenn es hier mehrere oder andere Dinge gibt, die interessant sind, nehmen wir doch lieber das mit dann. Zack. Bettdecke. Kugel mit langer Kapuze. Okay. Brennholz. Oh, es wird immer schwerer. Nicht gut. Auf der anderen Seite, wir könnten natürlich auch wieder zurückkehren. Abgeladene Beute. Karotten. 4 Stück, ja. Schlafsack kann ich nicht mitnehmen, okay. Den Korb. Trocknetes Fischfilet. Okay, aber ich kann jetzt auf jeden Fall etwas essen. Ich würde dann ganz gerne... doch da. Fischfilet. Na, Entchen? Ich glaube, dann ist das Camp hier auch so weitestgehend durchgestöbert. Hier war noch irgendwas. Was ist das? Fass? Oh, noch mehr. Salz, Salzfleisch. Säckchen! Das brauchen wir unbedingt. Die sind so teuer. Ne, fuck. Fischbär. Ach man, das wird alles so teuer. Einfache Fackel. Nicht so teuer, so schwer. Okay. Ach ja, man kann ja so seitlich gehen, dann läuft man ein bisschen schneller. Wir müssen eh durchs Wasser warten. Ich glaube nicht, dass das unbedingt schlau war, weil unsere Fackel ist natürlich jetzt aus. Ja. Oh nein, uns wird gleich richtig kalt werden, ne? Aber wir können vielleicht schon mal was trinken. Dann geht's uns auch wieder gut. Ja, und uns ist jetzt natürlich kalt. Aber wir sind schon mal den größten Weg gegangen. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass dir kalt ist. Oh, wir sind jetzt wieder sauber. Zack. So. Ja, wunderschön hier. Wir brauchen natürlich jetzt noch irgendwie ein Feuer oder sowas. Ein Lagerfeuer oder so. Aber... ja, wir haben auf jeden Fall die ersten Bewohner. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, wann sie ankommen. Ich hoffe demnächst. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne hier ein paar Sachen ablagern. Truhe. So, Barsch ist nichts dafür. Bettdecke. Ein Geschenk. Ein verzierter Bettbezug für jemanden, der pragmatisch ist. Kann deiner Angebeteten geschenkt werden. Okay. Brennholz packen wir hier rein. Brett packen wir hier rein. Eimer packen wir hier rein. Einfache Fackel packen wir hier auch einfach rein. Ist das hier richtig? Ja. Einfache Schuhe, einfaches Leinenhemd, Eisenaxt. Fisch. Speer. Eisenaxt. Den ziehen wir gleich an. Plus 21 Kälteschuss, das ist gut. Holzbecher. Davon haben wir 2 Stück. Packen wir hier auch rein. Holzstamm, natürlich, den nehmen wir auch. Holzteller. Kleiner Weidenkorb. Karotte muss natürlich rüber. Das auch. Pelz. Rotauge, Salz hierher. Okay, Salzfleisch, Stein. Stroh, eine ganze Menge. Säckchen, eine ganze Menge. Wolle, eine ganze Menge. So. Jetzt sind wir schon mal wieder nicht mehr überladen.
Und hier ins Lebensmittellager packen wir dann auch mal ein bisschen was. Und zwar hier den Barsch. Wobei ich überlege, ob wir den vielleicht braten sollten. Aber gut. Fleisch. Gesalzenes Fischfilet. Die Karotte. Met. Rotauge. Salzfleisch. Genau, das ist, glaube ich, ganz gut. So. Und ja. Was können wir hier noch gleich machen? Ach ja, Körbe und sowas, stimmt. Das brauchen wir aber aktuell noch nicht. So, ich würde euch gerne hier gerne einziehen lassen. Einfaches kleines Haus. Leerer Slot, Bewohner zuweisen. Kann ich das machen? Sie mir bestätigen. Slavobra. Zack. Dann müssten die beiden ja jetzt schon mal ganz glücklich sein, ne? Ich hoffe, die nehmen sich automatisch dann die Lebensmittel. Ach, guck mal, das dauert noch ein bisschen, bis sie da sind. Ja, bis dahin müssen wir auf jeden Fall schauen. Dynastie, Reputation, Steuern, kleiner Bauernhof, 7 von 10 Gebäude, 0 von 2 Arbeitern, Bevölkerung. Ich würde vielleicht einen hier vorne hin in die Jagdhütte setzen. So. Verwalten. Werkzeuge, Produktion nicht eingestellt. Eine Jagdhütte. Arbeiter zuweisen. Der macht mehr Sinn. Oder die. Und hier vorne würde ich auch gerne jemanden zuweisen. So. Arbeiter zuweisen. Ja gut, da hätte sie auch mehr. Aber gut. Mehr Erfahrung. Das war doch schon wieder ein Wolf, oder nicht? Okay. Ich bin gespannt, wann die dann ankommen, die beiden. Hier könnte man natürlich auch jemanden zuweisen, ne? Aber ich denke, dass das erstmal nicht das Interessanteste. Körbe und sowas zu besitzen. Ach, guck mal, hier könnten wir theoretisch auch noch einen Bewohner hinzuweisen. Also wir könnten theoretisch jemanden aufnehmen, den einfach bei uns wohnen lassen. Und dann ist das irgendwann so und dann, ja, wohnt sie bei uns. Sehen wir schon da drüben jemanden? Hallöchen! Nee. Aber theoretisch sollte hier vorne einer stehen. Nee, hier vorne müsste theoretisch einer stehen. Da! Ah! Da! Kommt unser erster Bewohner. Mensch! Hi! Ach so, Feuer... Ach nee, Feuerholz haben wir, ne? Sehr gut. Ja, wir haben aber auch noch Fertigkeiten, habe ich gerade gesehen. So. Überlebenskenntnisse. 5% mehr Erfahrungsgewinn bei Überlebensaktivitäten. Unempfindlich. 2% bessere Temperaturtoleranz. Dann gibt es 4% bessere Temperaturtoleranz. Überlebenssinn. Erkennt von Stöcken, Steinen und Federn. Kräutern im Prüfmodus. Stark wie eine Eiche. 10% mehr Gesundheit. Macht auch Sinn. Trinkfest. Alkoholresistenz. Überlebenskünstler. 20% langsamerer Nahrungs- und Wasserverlust. Ja, im Moment finde ich das noch nicht so dramatisch. Das macht vielleicht auch Sinn. Wir haben ja 2 Stück. 10% weniger Schaden erleiden. Ich würde vielleicht ganz gerne das einmal machen. Und dann würde ich vielleicht ganz gerne ...10% mehr Gesundheit machen. So, dann haben wir das. Technologie haben wir auch was Neues. Und zwar... Die Kräuterhütte haben wir ja auch schon freigeschaltet.
Landwirtschaft, Nahrungsmittellager haben wir, Produktion, die Küche haben wir freigeschaltet. Stimmt, das war das. Ja. Bringt aber im Moment noch nichts, wir können nämlich eh noch keine Nahrung herstellen. So. Aber endlich sind wir nicht mehr so einsam. Das ist doch gut. Wo ist er jetzt hin? Ach da. Ich kann sagen. Da ploppt er plötzlich auf. So, und die andere, weiß gar nicht, gerade gar nicht, wie sie heißt. Die kommt auch gleich. Die müsste irgendwo da hinten noch sein. Ich glaube nicht, dass wir die schon sehen können. Ah, so, da, so. Irgendwo ist sie auf jeden Fall auf dem Weg zu uns. Aber er ist ja auch schon quasi da. Bescheidenes See. Man steht mit einer Fackel in der Hand die ganze Zeit. Weil mir sonst kalt wird. Zum Glück haben wir hier vorne ein großes Strohvorkommen, aber das ist natürlich auch nicht unendlich, ne? Ich hoffe, das wächst auch nach. Ja, guten Tag. Gute Reise gehabt. How do you do? Wie geht es dir? Lass mich dich mal genauer ansehen. Holzfäller, Jäger. Ah ja, okay. Status, was ist da? Stimmt da nicht? Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Gut, werden wir sehen. Aber Holzfeld oder nicht? Wobei, vielleicht können wir mal gucken, direkt an der Holzfäller shoppen. Ich glaube, die brauchen tatsächlich Werkzeuge, ne? Steinmesser, wir haben noch ein zweites Steinmesser. Ich pack das da mal in die Kiste. Steinmesser. So. Und vielleicht brauchen die hier auch tatsächlich eine Steinaxt. Das ist nicht das Problem. Davon haben wir genug. Haben wir nicht sogar noch welche in der Tasche? Ja. Ich guck mal, was sie dafür brauchen. Ja. So, ein Messer brauchen die tatsächlich. Ich pack das einfach mal hier rein. Ein Messer. So, ändert das jetzt hier irgendwie was? Nein. Pack das mal da rein und dann lassen wir uns überraschen, was passiert. Würde ich sagen, eine Axt. Ich packe hier auch einfach mal eine Axt rein. Eine reicht. Da steht halt auch nichts von wegen hier Haltbarkeit oder sonstiges, ne? Produktion nicht eingestellt. Ein Gebäude zur Rohstoffgewinnung. Was heißt denn Produktion nicht eingestellt? Vielleicht? Ah, Holzstamm. Stock, Brennholz, Brett. Ah. 10. Das macht hier natürlich auch Sinn. Hier vielleicht 20. Auch vielleicht ein Holzbrett. Holzstamm macht natürlich am meisten Sinn, weil das... Der Rest baut ja darauf auf, sozusagen. Und vielleicht im Moment ein bisschen mehr Feuerholz. Stöckchen, ja. Können wir machen hier 5 und 5. Ah, okay. Ja, ich habe gedacht, Produktion nicht eingestellt. Eingestellt im Sinne von nicht pausiert oder nicht, ne? Was ist das noch? Lager. Fleisch, Trockenfleisch, Lederpelz, Federn. Fleisch, jagen wir gleich mal. 20, Trockenfleisch, macht dann ja auch Sinn. So. 30, Leder, macht auch Sinn. Pelz natürlich auch. Und Feder, machen wir mal den Rest. 10 Stück. Oder 10%. So, okay, das ist interessant.
Okay. Lokale Produktion. Okay. Ich werde sehen, was passiert. Und die Fackel ist gleich kaputt. Ich mach den hier mal schon mal nett Feuer an. So nett bin ich. Bei mir natürlich auch zu Hause. Damit hier die Wohnung schon mal vorheizt. So, wo ist denn jetzt eigentlich unser erster Bewohner? Dort an der Falle, okay. Ja, und die zweite Bewohnerin ist wirklich auf dem Weg da hinten. Ist sie, ne? Ist sie das? Nee, das ist ein Baumstamm. Aber wenn man... das könnte jemand sein. Aber... wo ist sie denn? Müssten sie bald sehen können. Da, Map. Da vorne irgendwo. Nee, sie ist noch nicht... Das ist ja cool, dass hier auch der Schnee von den Bäumen runterfällt. Das ist ja gut gemacht. Was macht sie denn da? Macht sie noch Pause oder was? Okay. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal den ersten Arbeiter. Das ist doch echt gut. Und ich habe den, wie gesagt, schon mal ein bisschen Feuer angemacht. So. Wo ist denn der zweite? An der Holzfällerhütte. Okay. Ich bin mal gespannt, ne? Ich möchte gerne mal gucken, wie das da so läuft. Wir sehen ihn tatsächlich arbeiten. Okay. Guten Tag. Hast du schon irgendwas produziert? Nein, anscheinend nicht. Die Kiste ist leer. Aber er hat die Axt weggenommen. Ah, okay. Er braucht tatsächlich eine Axt. Gut zu wissen. Werkstatt? Ja, Werkstatt ist völlig uninteressant. Gerade. Okay, das ist gut zu wissen. Also machen wir hier vielleicht nochmal eine zweite Axt rein, weil ich weiß, ich kenne mich jetzt schon. Ich werde das garantiert vergessen. So, was brauchen wir alles, um mein Messer herzustellen? Stock und Stein. Na, endlich redet mal jemand mit uns. Stein, Stock, 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 Stock. Stein, Stock. Ich weiß nicht, wie viele Steine wir brauchen, um das Messer herzustellen. Ich sammle mal 10 Stöcker. Und 5 Steine vielleicht, wenn wir noch Steine finden. Doch, da. Achso, haben wir schon. Okay. Und dann mache ich nochmal ein zweites Messer. Und pack das dort vielleicht auch in die Kiste. Sie hat nämlich schon das Messer da rausgenommen, gut zu wissen. Ja, tatsächlich. Ah, okay. Sie ist zwar noch nicht da, hat aber schon das Messer, wie auch immer sie das gemacht hat. Mit Zauberhand. Da vorne ist sie jetzt. Sie kommt gleich in unserem Dörflein an. Da vorne ist sie doch. Guten Tag. Und war der Weg hierher beschwerlich? Guten Tag. Lass mich dich mal genauer ansehen. Okay. Jagdhütte, jagen. Kann ich nicht sehen. Nein, leider. Ich kann nicht sehen, wie es ihr geht. Das kann ich vielleicht über... darüber auch nicht unbedingt sehen. Stimmung. 2%, 3%. Das ist nicht viel, ne? Okay. Alles klar. Ich hoffe, die nehmen sich tatsächlich selbstständig irgendwelche Sachen aus dem Lager und gucken dann, packen das in die Truhe, damit sie das essen können oder so. Wobei, ich kann denen vielleicht schon mal so zum Start ein bisschen was reinpacken. Und zwar vielleicht... eine Fackel können wir denen auch gleich reinpacken. Aber vielleicht auch... Hm.
Das alles nicht. Aber was zu essen wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Hier. Guten Tag. Ich pack den mal hier, das, was dringend weg muss, ne? Gebratenes Fleisch. Komm, 4 Stück packen wir den da rein. Ich hoffe, sie essen es auch. Ich weiß es nicht. So, guck mal, ich pack euch hier mal ein bisschen was rein, ne? Also, ihr könnt eine Fackel haben. So. Und gebratenes Fleisch, 4 Stück. So ein Startpaket sozusagen. Also, ja, so, dann was genau soll ich arbeiten? Ja, das wird. Ich hab dich doch zugewiesen. Alter, sowas. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall. Ah, wir können gleich schlafen. Wir gehen jetzt noch eine Runde schlafen. Jetzt haben wir ja eine ganze Menge erlebt heute. Haben 2 neue Bewohner. Mal gucken, wie das mit denen läuft. Ich bin gespannt. Und ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ich sage auf jeden Fall auch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ich sage Tschüss.